Hi Leute, ich bin's wieder und heute stelle ich euch mal eine Kamera vor. Um genauer zu sein, eine Action-Sport-Kamera. Hier seht ihr, das ist das gute Stück. Der ist recht klein im Vergleich zum Beispiel zu einem iPod. Ist die Kamera sehr klein, handlich und man kann sie schön in die Hosentasche stecken. Dann schauen wir uns mal die Kamera im Gesamten an. Also, auf der Rückseite sieht man hier ein kleines 2-Zoll-Display und hier oben zwei Kontrollleuchten. Einmal die untere zeigt an, ob die Kamera lädt oder nicht und die obere zeigt an, ob sie filmt oder nicht. Und zum Schluss gibt es an der Seite hier noch drei Schalter, einmal zum Fotoschießen, dann drunter zum Filmaufnehmen und hier Fahrzeugmodus. Da ist ein kleiner Bildstabilisator eingebaut für, ja, fürs Auto oder so, wenn man fährt. Und hier oben gibt es noch drei kleine Öffnungen. Und zwar einmal in der Mitte hier das Mikrofon, wie ihr sehen könnt, den Power-Button und hier den Auslöserknopf für Foto- bzw. Videoaufnahmen. Dann zu dieser Kamera gibt es noch ein Gehäuse. Das Gehäuse seht ihr hier. Also auch nicht wirklich komplex. Einmal hier oben zwei Knöpfe, hier daneben mit einer Art Stößel, der rausgedrückt wird, die Knöpfe betätigen. Dann das Gehäuse ist 3 Meter wasserdicht, das heißt, man kann bis zu 3 Meter tief tauchen mit dieser Kamera, wenn sie sich in diesem Gehäuse befindet. Und ja, sie sei euch auch recht gut vor Kratzern und Dreck geschützt. So, kommen wir noch einmal zur Kamera. Die Kamera hat hier unten einen Micro-USB-Anschluss, also einen Mini-USB-Anschluss, über den sie aufgeladen wird. Und hier einen Micro-SD-Karten-Slot, auf den die Videos bzw. Fotos aufgezeichnet werden. Was kann man noch zu der Kamera sagen? Also, sie nimmt Fotos in 1,3 Megapixel, in 3 Megapixel und in 5 Megapixel Auflösung auf. Und sie filmt in VGA-Qualität und in 720p HD. Jo, das sind alle technischen Daten zur Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal.